Hallo, ich bin Julia Gohl, Redakteurin bei der Coop-Zeitung und dort unter anderem zuständig für Digitalseite. Und darum habe ich jetzt das Paket bekommen. Hier drin ist ein total abgespaceder Plattenspieler und den testen wir jetzt. So, dann schauen wir mal, was in dieser Box alles drin ist. Ganz wichtig, Warnhinweis. Und jede Menge Styropor. Hier haben wir Audio-Cables. Das Gegengewicht für den Donau. Das Anti-Skating-Weight. Der Plattenteller, der mega schwer ist. Nochmal jede Menge Styropor. Jetzt das Chassis, das oh, extrem schwer ist. Kabel. Also ich habe jetzt mal alles so ein bisschen aufgestellt. Ich habe den Plattenspieler schon an Strom da und da merkt man vielleicht, dass da so Dinge rausgekommen sind. Die haben nachher den Plattenteller, die fahren auf, sobald man den Plattenspieler an Strom hängt. Weil das alles mit Magnet und so funktioniert, sollte die Boxen nicht allzu nah am Plattenspieler stehen. Jetzt versuchen wir das mal zusammenzusetzen. Und eben, Achtung, Magnet mit beiden Händen heben, weil da spürt man jetzt, wenn man das senkt, wie sich das abstoßt. Genau, und jetzt die Teile sollten hier in dieser Rille sein. Dann hat es auch keinen Widerstand mehr. Und dann kann man es drehen. Dann tun wir mal das Gegengewicht und das Anti-Skating-Gewicht dran. Fangen wir mit dem Gegengewicht an. Einfach mal dran drehen. So. Und dann den Tonarm rauslöpfen. Und probieren, dass der parallel verläuft zum Plattenteller. Jetzt, wenn es parallel läuft, ist das das Null-Setting. Also haben wir das Gegengewicht fest und drehen hier zurück, bis es auf Null ist, der Messring. Und dann drehen wir das ganze Gewicht wieder drehen, bis es auf etwa 15, 16 ist. So. Fehlt noch das Anti-Skating-Gewicht. Das kommt hier in die zweite Rille. Kommt ein bisschen auf die Einstellung an, die man hat, aber diese Einstellung heisst, hier in die zweite Rille setzen, hier einhängen. Und fertig. So, jetzt probieren wir das mit der Platte. Hier kann man einstellen für 33er Platte oder 45er Platte. Wir haben jetzt eine 33er. Man hört schon, wie sich hier etwas tut, wenn man es einstellt. Also wenn man den Tonarm rausnimmt, fängt das sich an zu bewegen. Es blinkt, bis es die richtige Geschwindigkeit hat. Man kann jetzt schon den Tonarm über die Platte legen. Und dann senkt sich dann automatisch ab, sobald die Geschwindigkeit stimmt. Dann hört es da auch auf zu blinken. Als ich auf der Redaktion erzählt, dass ich jetzt einen schwärmenden Plattenspieler teste, habe ich recht viel gefunden. Was, wieso braucht man das? Es gibt wahrscheinlich keinen guten Grund, es ist einfach eine tolle Spielerei. Ich finde so Sachen cool. Aber beim Zusammenbauen habe ich dann schon zwei, drei Mal an meiner Liebe gezweifelt. Beim Tonarm hat es vielleicht im Video jetzt geklappt, aber habe ich schon ein paar Anläufe gebraucht, bis ich den korrekt eingestellt habe. Mag an mir liegen. Eigentlich ist es wahrscheinlich nicht so schwer. Im Betrieb dann hatte ich Angst, dass es hüpft, wenn der Plattenteller schwebt. Hat es nicht gemacht. Es soll angeblich auch besser funktionieren als bei anderen Plattenspielern, wenn Erschütterungen von Leuten durchlaufen sind. Ich kann es aber nicht mit einem anderen Plattenspieler vergleichen, darum möchte ich jetzt dazu nichts sagen. Ich finde es eine coole Spielerei, aber aktuell kostet der Plattenspieler etwa 3'000 Franken. Also viel Geld. Mein Fazit darum, tolle Spielerei, wenn 3'000 Franken zu viel hat. Keine schlechte Investition. Aber es gibt auch günstigere Plattenspieler, die genauso gut sind, die dann halt nicht schweben.